Großer Showdown vor dem Saisonendsport. Die Wasserfreundinnen besiegen den tabellenletzten SV Nike Heidelberg mit 29:3. Wir haben heute den Spaß nicht verloren. Ich glaube, wir haben heute zusammengespielt als ein Team und immer den Querpass noch gesucht. Die Berlinerinnen in den schwarzen Kappen überraschen ihre Gäste aus Baden-Württemberg mit einer offensiven Spielweise. Schon nach 30 Sekunden muss Reka Metzaros, Heidelbergs Torhüterin, ihr ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Emerson Joy Houghton aus kurzer Distanz zu parieren. Allerdings ist sie machtlos, denn besonders in den Zweikämpfen sind die Wasserfreundinnen aggressiver und haben die Partie bis zur Halbzeit mit 12:1 voll im Griff. Wir haben versucht, die Konter zu vermeiden, wo Spandau sehr bekannt für ist. Haben wir teilweise gut hingekriegt, teilweise ist noch viel Arbeit vor uns. Schließlich nutzt Trainer Marco Stamm das Match, um die vermeintliche Aufstellung für die anstehende Revanche in Nordrhein-Westfalen zu testen. Dort treffen die Wasserfreundinnen in wenigen Wochen auf ihren größten Rivalen der Liga, SV Bayer Uerdingen 08. Bis auf ein Spiel konnten die Spandauerinnen alle Ligaspiele für sich entscheiden. Nur gegen den aktuellen Tabellenführer verloren sie Ende Februar knapp mit 9:10. Jetzt sollen die Karten neu gemischt werden. Rika Lanzerath und Shannon Weber können mit ihren Treffern schon heute für klare Verhältnisse sorgen und definitiv ein erstes Ausrufezeichen setzen. Denn nach dem dritten Viertel liegen die Berlinerinnen mit 20:1 in Front. Auch wenn die Gäste aus Heidelberg alles versuchen, scheitern sie immer wieder aufs Neue an Anja Oldenburg oder vorher schon an Spandaus Abwehr, bis auf eine Aktion von Annalena Gaksch. Sie beschert den Heidelbergerinnen den dritten Treffer. Mit 29:3 bezwingen die Wasserfreundinnen den Tabellenletzten. Trotz des Erfolgs muss über Ostern aber fleißig trainiert werden. Schließlich heißt es, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Einfach besser in der Verteidigung stehen, nicht so viele Tore zulassen und im Angriff konsequenter den Querpass suchen, sodass der Torhüter dann auch keine Chance mehr hat. Der letzte Test ist definitiv geglückt und jetzt sind die Spandauerinnen bereit für den nächsten großen Showdown in der Liga.